Servus YouTube und herzlich willkommen hier beim vierten Tag der STG Retro-Woche. Freunde, heute ist FIFA 15 an der Reihe und was soll ich sagen, einfach nur ein sehr, sehr nostalgischer Teil für mich, der allererste, den ich auf YouTube auf diesem Kanal gebracht habe. Servus Sportsfreunde! Es war so klar, dass ich das jetzt beim Schneiden einblenden werde. Wir kommen jetzt aber mal zum Verein für die heutige Sprint to Glory und da gehen wir nach Frankreich in die Ligue 1 und nehmen Paris Saint-Germain. Bevor wir mal loslegen, Freunde, vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Mega Unterstützung für dieses ganze Projekt hier, für die Retro-Woche. Ansonsten Abo und Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ein Kommentar für den Algorithmus ist auch immer wieder gerne gesehen. In der Karriere angekommen, blicken wir natürlich als allererstes mal auf die Mannschaft, die wir zum Start der Karriere haben. Und das ist, würde ich mal sagen, eine ganz durchwachsene Truppe. Also es hat zwar sehr, sehr viele Lichtblicke. Ein Verratti, ein Cavani, ein Ibrahimovic oder auch Thiago Silva. Aber dafür auch so Leute wie Maxwell oder Aurier, die mit 77 bei einer Weltklasse-Mannschaft nichts zu suchen haben. In dem Sinne, verplempern wir auch gar nicht so viel Zeit. Wir legen los, der allererste Verkauf, knapp eine Woche, nachdem wir in die Karriere reinstarten. Es ist Gregory van der Wiel, der Niederländer wird an Sunderland verkauft und da bekommen wir 5,5 Millionen für. Als nächstes an der Reihe ist es Salvatore Sirigu, den wir an den BVB verkaufen für 14,5 Millionen. Maxwell hingegen zieht es nach Spanien wieder zurück. Er war ja unter anderem ehemaliger Barca-Spieler, jetzt geht es zu Atletico Madrid und das wird 2,6 Millionen. Und jetzt, Freunde, auf der anderen Seite der erste Neuzugang, ein Wahnsinnsspieler, mega Potenzial, 85er Gesamtstärke, 30 Millionen und Lukas im Tausch, zahlen wir für Kevin De Bruyne. Der wahrscheinlich irrelevanteste Verkauf von allen, wir nehmen ihn trotzdem mit rein. Mori Diarra wird an Millwall verkauft für 150.000 Euro. Und dafür auf der anderen Seite wieder der nächste Neuzugang. 83er Gesamtstärke, Rechtsverteidiger gab es damals leider nicht wie Sand an dem Meer in Guantanameda. Deswegen wird es Pablo Zabaleta, ehemaliger Manchester City-Spieler, war da wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Und wir holen ihn hier eben für 18 Millionen Euro zu Paris. Ich glaube, wir haben alle gesehen, Freunde, die Außenverteidigerposition ist ein bisschen, naja, die Schwachstelle bei Paris, würde ich mal meinen. Deswegen legen wir auch auf der Linksverteidigerposition nach ein bisschen überteuert 28 Millionen und wir holen David Alaba. Rabiot, damals ein Spieler mit 70er Gesamtstärke gewesen, verkaufen wir für 1,5 Millionen an Girondins Bordeaux und machen dafür auf der anderen Seite weiter mit Neuzugängen. Auf der Torhüterposition brauchen wir jetzt natürlich ebenfalls eine neue Stammkraft und das mit David De Gea, den wir für 45 Millionen von Manchester United weglotsen. Und auch das zentrale Mittelfeld neben Verratti und Matuidi soll verstärkt werden und diese Verstärkung heißt Miralem Pjanic. 83er Gesamtstärke, damals noch sehr jung gewesen, in Anführungszeichen Mitte 24, also hat der Junge natürlich auch einiges an Entwicklungspotenzial. Und damit, Freunde, steht die Mannschaft jetzt also. Wir haben das System komplett geändert. Es ist ein 4-1-2-1-2 in einer engen Raute. Verratti, Matuidi, Pjanic und De Bruyne, also das neue Mittelfeld ganz vorne im Doppelsturm. Cavani und Ibrahimovic in der Viererkette eben neu dazukommen. Zabaleta und Alaba und ganz hinten im Tor natürlich David De Gea. Wir haben die Mannschaft schon mal definitiv nach vorne gebracht, aber ich bezweifle ganz ehrlich, ob das jetzt hier für einen Champions-League-Sieg reichen wird. Deswegen springen wir direkt zum Ende der ersten Saison, gucken mal, wie die Ergebnisse so werden. Aber wie gesagt, ich bezweifle, dass wir irgendwas in der Nähe vom Champions-League-Sieg zu tun haben werden. So, Freunde, wir sind ein erstes Mal angekommen. Mai 2015, die erste Saison dieser Sprint to Glory mit Paris ist beendet. Wie zu erwarten, gab es jetzt Liga-intern für uns keine wirklich große Konkurrenz. 12 Punkte Vorsprung am Ende auf Marseille und Lyon und wir holen eine ganz, ganz lockere Meisterschaft. Das nationale Double können wir ebenfalls feiern mit einem 1-0-Sieg im Coupe National-Finale gegen Olympique Marseille. Im Coupe de Ligue sind wir irgendwie nicht mal bis ins Achtelfinale gekommen oder so. Champions League Gruppenphase sah eigentlich ziemlich vielversprechend aus. Wir waren Gruppenerster, 15 Punkte geholt, gerade mal eine Niederlage und eben 5 Punkte vom FC Chelsea. Genau dieser FC Chelsea steht jetzt eben im Champions League Finale. Wir wurden vom anderen Finalisten rausgehauen, nämlich vom BVB, erst eben durch Auswärtstorregel wahrscheinlich im Achtelfinale weitergekommen und dann im Viertelfinale war Endstation bei, ja, bei Dortmund. In dem Sinne. Hier im Hintergrund könnt ihr auch nochmal im Schnelldurchlauf sehen, welche Spieler sich wie weiterentwickelt haben. Da finde ich vor allen Dingen interessant, dass manche Spieler wie eben Zabaleta oder Silva um 1 oder 2 Gesamtstärken hochgehen. Und auf der anderen Seite der 28-jährige Cavani schon an Gesamtstärke, beziehungsweise nicht an Gesamtstärke, aber an Werten eben verliert. Und ja, FIFA 15, sehr komisches System damals gewesen. Ich kann irgendwie heute gar nicht reden, ist sehr wild. In dem Sinne, Freunde, wir beenden jetzt also die erste Saison relativ erfolgreich. Ich würde mal sagen, in der zweiten könnte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Da fehlt vielleicht noch das eine
passende Puzzleteil, würde ich mal meinen. Und damit legen wir jetzt los mit Saison Nummer 2. In dieser haben wir ein Transferbudget von knappen 70 Millionen Euro zur Verfügung. Ich weiß gerade gar nicht, ob das mehr oder weniger ist als im ersten Jahr. Soll uns aber auch nicht stören, denn wir machen nur einen einzigen Transfer in diesem zweiten Jahr. Und das wird Jerome Boateng. 58 Millionen lässt sich der deutsche Nationalspieler kosten, war aber zu der Zeit von FIFA 15 auch mit einer der besten Innenverteidiger im Gesamtpaket. Gesamtstärke, Alter, Potenzial, einfach nur unschlagbar gewesen. 87er Gesamtstärke, mega wert, lässt sich eben auch einiges kosten. Auf der anderen Seite war ich so vielleicht ein bisschen auf der Suche quasi nach einem Ersatzstürmer, sowas wie Jonas von Benfica oder eben hier Rodrigo Palacio von Inter Mailand, aber dazu haben wir leider Gottes halt nicht das Geld. Somit steht die Mannschaft jetzt also für die zweite Saison. Das Einzige, was eben neu dazugekommen ist, ist ein Boateng mit 87er Gesamtstärke in der Innenverteidigung. Und in dem Sinne, Freunde, simulieren wir also ein weiteres Mal bis zum Ende der zweiten Saison Wolfsburg, Celtic und unter anderem, wenn mich nicht alles täuscht, Atletico Madrid in unserer Gruppe anzusiedeln. Und in dem Sinne, Freunde, sehen wir uns zum Ende der zweiten Saison wieder. Aha, Freunde, und was sehen meine Äuglein denn da? Mai 2016 und Paris Saint-Germain steht zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie im Champions-League-Finale. Und der Gegner, das sind die Königlichen, das ist Real Madrid. Mal wieder. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen besser ändert als das Finale gestern. In der Liga war es mal wieder ein relativ angenehmes Durchlaufen für uns. 7 Punkte Vorsprung am Ende nur, was aber auch daran liegt oder damit zusammenhängt, dass Bordeaux eine sehr gute Saison gespielt hat mit 79 Punkten am Ende. Wir aber mit 86 natürlich die ganz klare Macht hier in Frankreich. Für den Flex nehmen wir auch nochmal hier den Trophäe Champion mit. Haben wir 3-0 im Finale gewonnen. Let's go. Coupe Nationale dafür im Achtelfinale gegen, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Le Havre sein oder so. Coupe de Ligue war dieses Jahr auch eher so, Champions League Gruppenphase dafür umso besser. Wir sind mal wieder Gruppenerster geworden. Und ich sag mal so, Freunde, es hat auch schon einfachere Wege in die Champions League gegeben als im Achtelfinale. Okay, Benfica Lissabon, dann im Viertelfinale 3-2 gegen den FC Bayern und dann im Halbfinale 1-0 gegen den FC Barcelona. Und jetzt im Finale gegen Real. Und die haben im Halbfinale einfach mal Wolfsburg als Gegner gehabt. Sehe ich das da gerade richtig? Dass Real Madrid im Achtelfinale 7-1 gegen Manchester United gewonnen hat? Junge, was? In dem Sinne, Freunde, ein letzter Blick also nochmal auf die Mannschaft, mit der wir hier ins Finale reingehen. Vorne natürlich unsere Schmuckstücke. Ibra mit 88er Gesamtstärke, De Bruyne mit einer 89, mittlerweile Pjanic 87. Rest der Gesamtstärken könnt ihr ja selber sehen. Und damit gehen wir rein ins Finale. So, Freunde, die Anspannung steigt natürlich mal wieder im Wembley Stadium. Jetzt also das erste Finale für Paris Saint-Germain. Und auf der anderen Seite haben wir Real Madrid, für die irgendwie so Champions-League-Finale das tägliche Brot oder Business oder wie man es auch immer nennen möchte ist. Also, da treffen schon zwei Welten aufeinander. Wir sehen das Objekt der Begierde, den komplett hässlichen Champions-League-Cup oder Champions-Cup, wie auch immer, eben noch nicht damals die originale Champions-League-Trophäe gehabt. Wir blicken auf die Elfe von Real Madrid und ich sehe lediglich Ruffier als Neuzugang auf der Bank und in der Startelf hat sich nichts geändert. Auch gut. In dem Sinne, Freunde, wir sind nochmal Iker Casillas, San Iker zum Ende hier und damit legen wir jetzt auf jeden Fall los mit der Partie. Anschluss müsste es für Real geben, so sieht's aus und damit sehen wir uns in der ersten Szene wieder. Ibra, Ibra, oh, sehr stark gegen Sergio Ramos, Ibra schießt einfach mal drauf und San Iker im Tor. Damals natürlich noch nicht in seiner Prime, aber schon sehr gut gewesen. Oh, jetzt mal Cavani, oh, er trifft das Tor nicht, jetzt sein Sturmpartner, der von Ibra, oh, das gibt's doch nicht. Jetzt mal Ibra für Zabaleta. Die Flanke kommt richtig gut. Und da ist jetzt Edinson Cavani. Der Scharfshooter, der Scharfschütze, der Sniper. 24. Minute. Und da ist die 1-0-Führung. Und mein Controller. Ne, man kennt's. Ganz, ganz stark gemacht. Gerade mal 3 Treffer für Cavani in der kompletten Kampagne hier in der Champions League-Saison. Aber das ist so ein super wichtiges Tor. Ich glaube, dafür werden sie ein Monument bauen vom Parc des Princes oder wie es auch immer heißt. Aber jetzt Real im Vorwärtsgang. Wir schreiben die 72. Das war kein gutes Tackling. Das war sehr, sehr schlecht. Es ist zum Glück nur ein Freistoß. Aber Real hat super gute Freistoßschützen. Gelbe Karte gibt es natürlich auch ganz, ganz klar zu Recht für Thiago Silva hier in dem Fall. Oh mein Gott, Freunde. Und jetzt Cristiano Ronaldo, Freistoß. Oh mein Gott, am Tor vorbei. Übers Tor.
typische Cristiano Ronaldo, man kennt ihn, seine Freistöße. Da geht vielleicht einer in 5 Jahren mal rein, so vom Ding her. So, Freunde, wir nähern uns den letzten Minuten der Partie. 5 Minuten Nachspielzeit. Schiri, du willst doch, dass Real den Ausgleich macht. Anders kannst du mir das hier doch nicht erzählen. Komm, Freunde, jetzt einfach noch zusammenhalten. Einfach noch zusammenhalten. Nein, Ronaldo, oh, was macht der denn da? Okay, soll mich nicht stören, soll mich nicht stören. Wir spielen einfach weiter, komm schon. Einfach irgendwie nach vorne, einfach bloß auch nicht den Ball verlieren, irgendeinen dummen Konter fangen. Sehr schön, De Bruyne hier mit Matuidi zusammen. Vielleicht nochmal einen Konter fahren über Ibra. Komm schon, Junge. Ah, der passt leider. Kommt er nicht an und jetzt ist das Spiel abgepfiffen. Paris Saint-Germain gewinnt zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie die Königsklasse. San Ika und Real auf dem Boden. Wir gewinnen das ganze Ding hier. Ganz, ganz starkes Finale. Also Real Madrid zu sehr, sehr wenigen Chancen kommen lassen. So dieser Freistoß von Ronaldo war mit einer der einzigen gefährlichen Chancen, Benzema hier zu sehen. Ja, heutzutage trägt er den Rucksack, den Ronaldo früher getragen hat. Kann man ja mal meinen. Man muss auch wirklich sagen, diese Animation früher sahen echt im Vergleich zu heute. Also heute ist es auch nicht gut, aber damals war es in meinen Augen noch viel, viel schlimmer. So vom Ding her. Aber gut, Thiago Silva hat die Ehre als Capitano natürlich das Objekt der Begierde, den Champions Cup hochzuhalten. Das soll es an der Stelle gewesen sein vom heutigen 4. Tag der SDG Retro Woche, Freunde. Morgen geht es nach FIFA 18, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, nach Spanien. Welcher Verein werdet ihr dann sehen? Bis dahin, haut rein. Lasst einen Daumen nach oben, da, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus. Und in dem Sinne, haut rein.